Lea van Acken setzt sich bekanntlich stark für die Umwelt ein und arbeitet sogar mit der deutschen Umwelthilfe zusammen. Im Interview mit Bunte forderte sie jetzt ein stärkeres Eingreifen der Politik und fragte, warum werden Verpackungen nicht zusätzlich besteuert? Das würde ein Umdenken der großen Firmen fördern. Unverpacktes Obst und Gemüse ist meist teurer als verpacktes. Das müsste gerade andersherum sein. Für mich ist da die Politik gefragt. Zudem forderte sie von der Gesellschaft, mehr darauf zu achten, den eigenen Müll auch unterwegs zu entsorgen. Sie selbst sammelt sogar Müll auf, den andere achtlos wegwerfen. Darüber hinaus lebt die Schauspielerin, die den meisten aus den Filmen Bibi und Tina, Tohu wa Bohu Total oder Ostwind Aufbruch nach Ora bekannt ist, schon seit 3 Jahren vegetarisch. Seit 2 Jahren ernährt sie sich sogar vegan. Dennoch sieht sie es kritisch, dass plötzlich alle auf tierische Produkte verzichten sollten. Aber auch jemand wie Lea van Acken hat eine Schwäche. Mode. Das verrät sie jetzt ebenfalls. Da bin ich etwas inkonsequent, muss ich zugeben, denn ich feiere Mode. Man kann es ihr bei so viel Einsatz für die Umwelt aber absolut nicht verdenken, oder?